Hallo Freunde, Simon mit einem neuen Tube, Omnisphere 2. Ihr kennt Omnisphere, zwei Sachen zu Omnisphere. Wir spielen ganz, ganz oben. Ja? High-End VSD. Das ist ein ROM-Player, der die Sounds quasi vorgefertigt bekommt und ein bisschen dann verarbeitet. Ganz oberflächlich. Ihr könnt jetzt hier keine Sounds großartig editieren. Das Ding hat, ich demonstriere es mal, irgendwelche vorgefertigte Sounds. Und wir haben die Möglichkeit, einen Appreciator laufen lassen, Effects Abteilung, also Effekte zuzuordnen und hier nochmal die einzelnen Bestandteile des Sounds zu editieren, also nicht großartig, sondern vielleicht mal hier andere Wellenformen zu nehmen und zu kombinieren. Es ist kein Synthesizer wie im Sinne von Spire, ja? Das ist eigentlich ein ROM-Player. Das Teil ist teuer, kostet um die 400 Euro. Ob ihr es braucht, das hängt von euch ab. Ich habe es gekauft, weil ich viel von Omnisphere gehört hatte damals. Ich wollte es haben. Ich setze es kaum ein. Warum? Weil ich einfach mit den anderen Tools arbeite. Nicht, weil Omnisphere schlecht ist. Nee, Omnisphere ist mega. Sehr, sehr gute Qualität, sehr, sehr gute Sounds, sehr gute Modulation, sehr gute Effekte. Einziger Nachteil ist, mein Rechner ist viel zu schwach für das Teil. Das heißt, ich kann höchstens ein, zwei Sounds nehmen und diese rendern. Das heißt dann von einer MIDI Spur in ein Audiosignal umwandeln. Wir hören jetzt ein paar Sounds. Ja. Hierzu habe ich, wie bei allen Synthesizern, die ich habe und auch einsetze, habe ich Playlisten. Da könnt ihr auch die Sachen detaillierter euch anhören. Mit dem neuen Update, da gab es eine tolle Sache. Und zwar die sogenannte Hardware Library. So, sorry, ich bin back. Hardware Library bedeutet, wir haben hier von sehr bekannten Synthesizern, haben die Jungs die programmiert und die Sounds einfach in den Omnisphere gejagt. Heißt, die findet ihr einfach im Omnisphere drinne. Ihr spielt einfach das Teil. Das ist so ein Deep, also Behringer Deep Mind Sound. So, und da seht ihr schon, oder ja, dummerweise habe ich jetzt den Screenshot viel zu kurz gehalten. Also ihr hört, mein Rechner schafft es nicht. Das ist ein Windows-Rechner mit 3 GHz, 8 GB RAM, das ist wenig, ich weiß. Das schafft nicht. Generell, Omnisphere hat diesen Ruf, man sollte schon hier mit 32 GB RAM unterwegs sein. Das heißt, mein nächster Rechner wird auch, ich weiß nicht, wann der kommt, aber definitiv wird er mit 32, 64, also viel, viel RAM haben. Okay. Lass uns nochmal einen anderen Sound nehmen. So, das sind also die Synthesizer, die hier emittiert werden oder emuliert werden. Beziehungsweise gar nicht emuliert. Das sind eigentlich Sounds, die nur abgespielt werden. Die werden nicht von Omnisphere erzeugt. Also die werden wiedergegeben, ja? Wie bei Nexus. So, Juno. So,
jetzt endlich mal hier ein paar Waveformen. Lass mal checken. Das dauert jetzt auch super lange. Ich habe noch die Möglichkeit, hier ein bisschen mit Cutoff zu arbeiten. Ja. Ist okay, ist nicht schlecht. Weiter zu den Sounds. Für mich wichtig, weniger jetzt die Hardware-Sachen von denen, sondern also von den ganzen Simulationen, sondern die Factory-Sounds. Erstmal hier zum Beispiel. Ich weiß noch, wie ich in einem Tube erwähnt habe, das sind die besten Pads, die ich je gehört habe. Ja. Stimmt auch. Einziger Nachteil finde ich, die haben keine Filterverläufe. Also du, ob du jetzt damit Filter was machst, da passiert wirklich wenig. Ihr hört schon auf. Ja. Aber das Teil hat sehr, sehr gute Sounds. Kann ich wirklich empfehlen. Nur, wer gibt schon 400 Euro aus jetzt für einen ROM-Player? Das ist so eine Sache. Omnisphere wird eingesetzt in der Filmindustrie, also für Effekte. Hans Zimmer setzt es ein. Viele, viele Leute setzen das ein. Im Dance-Bereich auch. Aber das hat sich jetzt nicht so etabliert wie Spire, wie in der NDM-Szene vor allem. Oder wie Nexus. Weil es halt teuer ist und weil du jetzt viel kannst auch nicht machen mit dem Teil. Ne? Großartig programmieren. Du bist nur angewiesen auf die Sounds. Für mich sehr wichtig auch für Chillout-Geschichten, aber das ist nicht an erster Stelle aufgrund der starken Beanspruchung des Rechners. Du findest alles Mögliche, von Synthbässen, lang, kurz, was auch immer. Ja? Die Palette ist enorm. So, ich möchte jetzt hier einen Filterverlauf haben. Den Filter kann ich nicht mehr ausreizen, das war schon. Und das ist mir zu wenig. Da muss schon viel, viel härter der Sound editiert werden können. Geht aber nicht. Gut. Also, warum ist der High-End? Noch einmal, das ist ein High-End-Rommler, weil er sehr gute Sounds hat. Und der hat solche Sachen, zum Beispiel hier Texas. Da sind Texturen, Sounds, die playable sind. Ich habe leider keinen an meinem Korg SV1, habe ich leider kein Modulationsrad, damit ich euch die Filterverläufe und die Effekte euch zeigen bzw. zu hören geben kann. Was ich auch gut finde, ist, du kriegst hier eine Beschreibung. Ja? Also wenn du jetzt hier den Sound spielst, hörst du auch die Effekte, super. Und was ich toll finde, sind immer diese Beschreibungen in dem Bereich. Also wenn wir jetzt hier was anderes nehmen, das dauert ein bisschen, bis der lädt. Meistens steht hier bitte Modulationsrad bewegen, weil dann passiert Folgendes. Ja? Finde ich super. Okay. Lass uns noch ein paar Sounds hören. Tolle Sounds. Definitiv. Kriegst auch nicht hin, wenn du selber programmierst. Da musst du mega top sein. Ja? Nicht mit dem Teil, das müsst ihr schon mit anderen Synthesizern programmieren. Aber das sind gelayerte Sounds hier. Thank you.
Sounds bedeutet, was ihr quasi seht, hier sind die Bestandteile des Sounds. Die kannst du aktivieren oder deaktivieren. Du kannst dann hinzugeben irgendwelche Filter. Aber was ich gut finde, und dafür bezahlst du auch, sind diese hier unten die Techniken bzw. die Generierung von Sounds, sprich FM-Synthese, Ringmodulatoren, Unison, Harmonik, Granularsynthese, Waveshaper, ja. Also du kannst schon den Sound verändern. So, das ist ein bisschen zu heftig hier. Ich weiß nicht, welcher Sound das ist. Nehmen wir hier so einen Bass-Sound. Und wir gehen noch mal rein ins Menü. Also hier. Jetzt kann ich den Unison einschalten. Jetzt sage ich, ich will ein bisschen eine FM-Synthese dazu. Jetzt nehme ich mal ein bisschen Harmonik. Presets gibt es auch, sehe ich hier. Okay, also ich habe damit kaum gearbeitet. Es lohnt sich wirklich, so eine Investition, wenn ihr auch anspruchsvollen Sound macht. Ja, es ist ein super, super geiles Ding, gar keine Frage. Ihr müsst nur Zeit investieren. Ich sage immer wieder, ich will mehr Zeit mit Omnisphere verbringen. Leider brauche ich auch einen neuen Rechner dafür. Sobald du so zwei Sounds hier am Laufen hast, macht Windows 7 mit der Leistung, die ich habe, nicht mehr mit. Dennoch, von den Sounds her, oberste Qualität. Ja, oberste Qualität. Dann möchte ich euch noch ein paar Synth-Sounds vorstellen. Also man kann schon einiges tun. Klingt auch ganz gut, gefällt mir. Lange Rede, kurzer Sinn, 400 Euro ist viel Geld. Wenn ihr die investiert, dann braucht ihr in erster Linie dann erstmal nur Zeit, damit ihr mit dem Tool arbeitet. Ihr braucht jetzt nicht unbedingt dann zusätzlich Spire und Nexus zu kaufen. Ihr müsst euch nur überlegen, was ist besser mit den 400 Euros? Wie soll ich die investieren? Lieber Spire und zwei, drei andere Synthesizer kaufen oder nur Omnisphere? Ja? Einfach nur zum Vergleich. Eure Frage, gibt es denn gecrackt? Ja, dann gibt's gecrackt. Ihr müsst nur googeln. Aber dennoch rate ich, Omnisphere ist ein Top-Tool. Spectrasonics macht sehr geile Sachen. Die haben einen sehr guten Support. Und ich habe jetzt einige Male mit denen Kontakt gehabt. Die sind mega hilfsbereit. Ihr müsst nur aufpassen. Wenn ihr jetzt Omnisphere kauft und es nicht mehr haben wollt und die weiterverkaufen möchtet, hier die Omnisphere und eure Soundbänke und was auch immer noch dazu holt, so einfach ist es nicht. Weil Omnisphere, ich spreche aus Erfahrung, Omnisphere stellt sich ein bisschen quer und sagt, ja, ungern, und warum willst du es verkaufen, und versuch es doch nochmal, und das ist ein Top-Synthesizer, und guck mal hier und guck mal da und so weiter und so fort. Die werden nicht einfach sagen, ja, pass auf, nee, kein Ding, verkauf's einfach und wir transferieren quasi deine Lizenz zu dem neuen Besitzer. Machen die nicht.
Also es war schon ein Kampf, den ich aufgegeben habe, weil ich den mehrmals gesagt habe, hör mal, ich will das Ding nicht mehr, das ist viel zu anspruchsvoll für mich und das nimmt so viele Ressourcen weg und so weiter und so fort. Ja, das ist ein bisschen denen egal. Ja. Bezüglich dieser Sache müsst ihr aufpassen. Es läuft nicht so einfach wie bei Native Instruments ab. Das sind so meine Erfahrungen, die ich euch gerne weitergebe. Und letzten Endes habe ich dann gesagt, okay, ich gebe auf, aber dafür mit dem neuen Update fand ich einfach das Teil viel, viel interessanter. Und deshalb stelle ich es vor und deshalb werde ich das auch nicht weiterverkaufen, weil das Ding ist einfach viel zu gut. Gut. Aber dennoch kann man, wenn man ein bisschen Druck macht, ne, kriegt man das schon hin, dass man den weiterverkauft. Ich kenne Leute bei eBay, die versuchen das ohne der Zustimmung von Spectrasonic zu machen. Könnt ihr auch. Ihr müsst nur aufpassen, wegen eures Accounts und eurer Daten. Ja? Okay. Ich hoffe, ich habe euch etwas, ja, ein bisschen geholfen hier, ja, mit der Vorstellung von Omnisphere. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Musiker, der euch die Sounds mega professionell zeigt. Ich glaube, ihr seid auch keine Musiker. So die meisten meiner Freunde hier, Subscriber, die ich habe, das sind normale Leute, die halt Musik machen und ganz wenige, gehe ich davon aus, sind professionelle Musiker. Das heißt, ich stelle euch die Tools vor, so wie ich die benutze, so wie die ich in der Praxis die einsetze, ja. Also seid mir nicht böse, wenn ich euch keine Akkorde hier, also ganz wenige Akkorde kann ich ja, ne? Mehr kann ich da nicht machen. Das heißt, für bessere Tubes gibt es definitiv von Omnisphere Leute, die das wirklich exzessiv auch einsetzen. Schaut euch einfach um. Das war so meine Vorstellung. Ich finde das Teil nicht schlecht. Gut, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum, ja, nächsten Tube. Und da geht es weiter mit weiteren Synthesizers, die ich einsetze. Ciao, Leute.